Als ich davor stand, habe ich mich einfach nur erschrocken und geweint. Also das, wenn man diese kleinen Wesen dann da liegen sieht und überall Schläuche und angeschlossen, die Angst, dass sie es nicht schaffen, war immer da. Sonja und Pascal heute, 6 Jahre nachdem sie zu früh auf die Welt kamen. Zusammen mit ihren Eltern schauen sie auf die Fotos von damals, ohne genau wissen zu können, wie sehr Mama und Papa um ihr Leben gebangt haben. Dann hatten sie wieder Keime, dann hatten sie wieder ein Virus, dann hatten sie wieder eine Infektion, dann mussten sie diese mini kleinen Körper dann wieder Antibiotika kriegen, wo man dann denkt, mein Gott, wie verkraftet so ein kleiner Körper das alles? In der 26. Schwangerschaftswoche öffnet sich plötzlich der Muttermund von Annemarie Bunten. Die Zwillinge sind nur 38 cm groß, mit Beinchen so dünn wie ein Frauendaumen und Fingern wie Streichhölzer. Nicht mal Babykleidung passt. Dieses waren die ersten Buddies, die sie anhaben durften im Inkubator, bevor sie überhaupt irgendwas anziehen konnten. Die waren ja nur in Tücher eingewickelt und so kleine Sachen gab es gar nicht. Also das war das Einzige, was wir, diesen Buddy, den wir bekommen haben, den wir kaufen konnten. Und sonst haben die Kinder Puppensachen angehabt, als wir ihnen dann was anziehen durften. Von Anfang an dabei 2 kleine Stoffbären, auch heute noch. Beim Bärbein schlafen. Nicht da ist, kann ich nicht einschlafen. Und Bär kann dann auch nicht einschlafen. Alle 2 Jahre besucht Familie Bunten das Bremer Frühchentreffen. Hier tauschen Eltern Erfahrungen aus und vergleichen Entwicklungsschritte. Pascal ist für sein Alter noch etwas zu klein. Sonja muss einmal am Tag inhalieren, damit sich ihr Lungenvolumen voll ausprägt. Eltern von Frühchen sind oft in Sorge. Man guckt immer, wie weit sind sie, habe ich sie immer noch in Reichweite. Kann ich sie immer noch beobachten, kann ich sie hören zumindest. Und man hört auch sofort das Weinen von seinem Kind. Ein Verhalten, das auch Kinderarzt Hans-Thorsten Körner bei Frühcheneltern kennt. Man spricht von einem sogenannten Vulnerable Child Syndrom, das heißt von dem Syndrom eines verletzlichen Kindes, dass die Eltern dann später eher auch überprotektiv manchmal reagieren und, sag ich mal, dem Kind auch nicht den Freiraum lassen, den es haben könnte. Aber da ist Annemarie Bunten auf einem guten Weg. Zusammen mit der 43-Jährigen besuchen wir noch einmal die Frühchenstation, allerdings nicht ohne Emotionen. Wenn man die Kleinen da so liegen sieht, das ist heftig. Aber diese harte Zeit ist zum Glück vorbei. Jetzt ist die Familie ein Vorbild für andere, steht mit Rat und Tat zur Seite. Man kann sich einfach austauschen, wie ist das bei euch gelaufen, wie ist es bei uns gelaufen und was kann man vielleicht noch machen, welche Möglichkeiten hat man, um besser damit umgehen zu können, auch im täglichen Leben. Und genau auf solchen Festen wie hier sehen Eltern, dass sie nicht allein sind und stolz sein können auf ihre einst so kleinen Frühchen.